Das kann ja nur einfach werden. Und mir fällt gerade was auf, die Untertitel fehlen. Da das Spiel ja so gerne herumzickt, man hat es ja auch gerade wieder mal am Sound gehört, sollte ich das machen, ist besser. Leider Gottes. Also, Aussage gegen Aussage und eine gute Lüge wurde ihr erzählt über uns, über irgendeinen bösen Kerl, der wir angeblich sein sollen. Na, supi. Wir brauchen also eine Eintrittskarte, Beweise gegen sie, dass sie böse ist. Und wir müssen Emmett finden und die Erfindung wieder zum Laufen bringen und die Polizeibarrikade wegbauen und, ach Gottchen, so viel zu tun. Aber erstmal die Telefonzelle. Das ist das Wichtigste. Telefonieren. Hey. Willkommen in der Telefonzelle der Zukunft. Aus Atlasglas gefertigt. Atlas, unzerstörbar und schalldicht. Unser Telefon kann freihändig benutzt werden, sodass Sie, während Sie in absoluter Privatsphäre mit Ihren Freunden sprechen, essen... Möchten Sie telefonieren? Ja, ich würde gern mit... Leider akzeptiert diese Telefonzelle nur eingehende Anrufe. Supi, aber das meinte ich, da ist ja immer wieder mal der Ton abgehackt. Schade eigentlich, aber okay. Toll, super, Wahnsinn. Okay, nochmal dahin, ich muss mir das aufschreiben. Das war das KL. Möchten Sie telefonieren? Ja, ich würde gern mit... Leider akzeptiert diese Telefonzelle nur eingehende Anrufe. 3. So, sehr schön. Wer weiß, wozu wir das benötigen. Das soll wohl jetzt auch ein Hinweis sein. Okay, das schauen wir uns danach auch gleich mal an. Und das war Trixies Stimme da drin. Sehr schön. Dann reden wir doch mal mit ihr. Hi, Trixie. Bin ich immer noch Techne, Junge? Richtig. Gratulation, dass du deinen alten Job wieder zurück hast. Danke. Am Ende siegt immer die Gerechtigkeit, nicht wahr? Also, was kann ich für dich tun? Erzähl mir was über die Attraktionen. Tja, welche Ausstellungen sind zu empfehlen? Die beliebtesten Ausstellungen sind das Glashaus, die Möbel der Zukunft und natürlich die Erleuchtung auf dem Meeresgrund. Weißt du, wer sich unter dem Tauchhelm verbirgt? Jacques Dutot persönlich. Natürlich brauchst du Eintrittskarten, um die Hauptattraktionen zu sehen. Oh, wo kriege ich die her? Wie viel kosten die Eintrittskarten? Ach, steck dein Geld wieder weg. Hier, du gehörst ja jetzt irgendwie zur Familie, richtig? Danke. Sehr schön, das ging ja einfacher als gedacht. Wo ist Emmett? Hast du Emmett irgendwo gesehen? Emmett Brown? Ich mache mir Sorgen, weil er... Lass mich nachdenken. Ja, er ist vor einiger Zeit da lang gegangen. Er hat sich angeregt mit einem anderen Mann unterhalten. Einem älteren Herrn, der ihm sehr ähnlich sah? Ja, sein Onkel oder so? Oder so. Ich dachte, das jüngere Ich darf das ältere Ich nicht sehen. Ansonsten kommt es zu einem Zeitparadoxon. Kannst du Emmets Demonstration verschieben lassen? Weißt du, bei Emmets Demonstration gibt's ein kleines Problem. Oder auch zwei. Kannst du seinen Auftritt verschieben? Jemand anderen vorziehen? Tut mir leid. Ich habe den Plan nicht gemacht und kann ihn nicht ändern. Ich kann etwas langsamer machen. Aber wenn dein Freund nicht bald fertig ist, müssen wir ihn überspringen. Ich meine, seine Demonstration. Das darfst du nicht. Hey, es ist nur eine Demonstration. Es geht nicht um Leben und Tod. Irgendwie schon. Edna hat Emmets Stand schließen lassen. Der Satz habe ich doch richtig begonnen. Das war jetzt auch gut Deutsch. Ich muss mir kaufen neue Packung Deutsch. Edna Strickland versucht, Emmets Stand schließen zu lassen. Die Dame kann sich nicht um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern, oder? Nee, die ist, dazu nicht in der Lage. Okay, hilf mir dabei, Emmets Stand wieder zu öffnen. Kannst du eventuell etwas tun, um Emmets Stand wieder zu öffnen? Ach, ich wünschte, das könnte ich. Aber ich bin nur eine Muse. Wir können die Menschen nur Dann inspiriere die Menschen, den Stand wieder zu öffnen. Wie wär's? Inspiriere mich, Muse. Okay, du bist eine Muse. Kannst du mich mit einer Idee inspirieren? Ich versuche es. Ja? Und? Vielleicht wirkt es auch noch nicht sofort. Ja, das wirkt noch nicht sofort. Mein Hirn ist heute auch so ein bisschen arg langsam, ich weiß nicht. Wie hast du eigentlich deinen Job zurückbekommen? Arti hat mir erzählt, wie du deinen Job zurückbekommen hast. Hat er?
Aber das sollte doch geheim bleiben. Zwischen uns gibt es keine Geheimnisse. Und er musste diese gute Story einfach erzählen. Ja? Ich würde sie aber gerne nochmal hören. Aus deiner Sicht. Ach, er hat dir gar nichts erzählt. Ah, die ist schlauer als gedacht, hä? Sag schon, wie hast du deinen Job zurückbekommen? Komm schon, Trixie, ich muss einfach wissen, wie du deinen Job zurückbekommen hast. Von mir erfährst du nichts. Ich sage nichts Unüberlegtes. Wie kriegen wir sie dazu, dass sie was Unüberlegtes sagt? Gute Frage, nächste Frage. Danke. Ich helfe doch gern. Also ein Problem gelöst, ein weiteres dazugekommen. Sehr schön, was haben wir denn hier? Psst, er kommt! Wer flüstert, der lügt. So. Der Elektrofernbetäuber. Faszinierend, nicht wahr? Sie sagen, eines Tages können wir fliehende Kriminelle aus der Ferne betäuben. Das funktioniert? Nein, ist nur ein Modell. ich habe wieder zu viele Gedanken. Wir müssen diese Waffe in Gang kriegen. Oh, was? Ein Atemanalysator? Der wunderbare Inebriomat. Wie mir die Laborjungs erklärt haben, können wir eines Tages sagen, ob jemand getrunken hat, wenn er nur in so eine Maschine bläst. Versuch es! Das glaube ich nicht. Das glaube ich schon. Funktioniert. Sieht nur ein bisschen anders aus. Ich wollte noch etwas anderes sagen. Was war es doch gleich? Oh ja! Oh ja? Was? Komm, erzähl! Erzähl! Egal. So, dann schauen wir uns erstmal die anderen... Oh, wobei, wir könnten noch mal eine Runde fahren, jetzt wo wir die Eintrittskarten haben. Hier ist meine Eintrittskarte. Lassen Sie mich abtauchen. Danke, Monsieur. Ich hoffe, Sie werden die Reise zum Grund des Meeres aufschlussreich finden. Das ist irgendwie nur ein Becken. Nicht mehr, nicht weniger. Das Meer ist das ja noch nicht ganz, ne? Okay... Und nun? Wen müssen wir da reinstecken? Wir könnten Edna da reinstecken. Oh, das ist aber eine kurzweilige Fahrt. Und? Heftig. Monsieur können mit Worten umgehen. Ja, wir sind ein wahres Naturgenie in diesem Beruf. Er kann mit Worten umgehen, ich nicht heute. So einfach ist es. Eine Uhr. Ich glaube, das soll eine Uhr sein. Gut. Und wie liest man die? Wie viel Uhr ist da jetzt gerade? Keine Ahnung. So, das Haus der Zukunft. Dann schauen wir uns das doch auch mal an. Willkommen in der Welt von morgen, wo sich jeder wie ein König fühlt. Alle Wünsche werden einfach auf Knopfdruck erfüllt. Ui. Ja, Möbel gehen, würde ich mal sagen. Eine Konsole. Nein, jetzt schauen wir uns erstmal hier alles an. Nicht, dass sich irgendwas ändert. Diese Pflanze gehört nicht hierher. Die hat nichts Futuristisches. Okay, so geht's natürlich auch. Ach ja. Ein komplettes Home-Entertainment-Center. Und was ist mit der ColecoVision? Naja, also Home-Entertainment... Naja, gut, für die damalige Zeit lassen wir das mal gelten. Ansonsten ist hier ja nichts. Gut, dann betätigen wir einfach mal die Konsole. Schiebregler, jede Menge Knöpfe, Schalter, aber wir betätigen erstmal den roten Knopf. Rot ist immer gut. Im Haus der Zukunft werden Obstkörbe täglich durch Helikopter mit frischen Früchten aufgefüllt. Und wer soll diese Früchte zahlen? Das ist Wachs. Ja, würde ich auch denken, weil ansonsten würde das so über den Tag hinweg doch relativ kaputt gehen. Vor allem, wenn das einige Wochen dann drinnen ist, weil man nicht da ist. Also zumindest hier, in diesem Haus. Als Vorführobjekt. Im Haus der Zukunft können Telefonate in der privaten Abgeschiedenheit des persönlichen Telefonhelms geführt werden. Hey! Willkommen beim Telefonhelm von morgen. Bitte nennen Sie die Telefonnummer, die Sie wählen möchten. Oder sagen Sie... Das Brown-Anwesen. Klondike 4385. Hier bei Brown? Hey Hampton, wie läuft's denn so? Das ist Marty, Emmets Freund. Ist er da?
Momentan nicht. Es tut mir leid, aber er ist auf einem seiner kleinen Abenteuer. Danke, bis dann. Auf Wiederhören. Gespräch beendet. Meine Grüße, Sterbliche. Ich, Techne, die Muse des Fortschritts, hoffe, dass Sie viel Spaß auf dieser Expo mit Ihren fantastischen Ausstellungsstücken haben. Und denken Sie daran, die Eintrittskarten für unsere Hauptattraktionen können Sie hier am Informations... Okay, wir haben nicht viel Zeit, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das ganze Time mit ist. So, aber nochmal den Telefondings, dass wir da an die Telefonzelle kommen. Im Haus der Zukunft können Telefonate in der privaten Abgeschiedenheit des persönlichen Telefonhelms geführt werden. Willkommen bei Telefonhelm. Hin, her, hoch, runter. Telefonzelle der Zukunft. Klondike 4253. Hill Valley Expo, wo die Zukunft schon heute beginnt. Hier ist Techne, die Muse des Fortschritts. Mit wem spreche ich? Mr. Smith. Hier spricht Mr. Smith. Ich suche einen Freund von mir, Herrn Zufall. Zufall? Ja, Vorname Rainer. Rainer Zufall? Hör mal zu, Junge. Ich bin nicht auf den Kopf gefallen. Wer bist du wirklich? Auflegen. Gespräch beendet. Der ist so alt, der Witz. Der hat ja schon so einen Bart. Das ist aber genial. Gefällt mir. Sie wollen Spaß? Das Haus der Zukunft ist ausgestattet mit einem modernen Home Entertainment Center. Mensch, ärgere dich nicht und so. Ja, okay, sehr schön. Na, das hat sich ja dann rentiert. Ich probiere jetzt mal gerade Carl Sagan aus, beziehungsweise Emmett Brown. Im Haus der Helms gibt. Willkommen bei Telefon. Ja. Das da. Hopp, lauf. Hill Valley Expo. Ja, das, Michael Carl. Nee, wollen wir nicht kennen. Wir nehmen Carl Sagan. Hier spricht Carl Sagan. Der geheimnisvolle Mr. Sagan. Was wünschen Sie? Kann ich mit Edna sprechen? Könnten Sie Edna Strickland für mich ans Telefon holen? Aber klar, Mr. Sagan. Hey, Strickland! Jemand möchte tatsächlich mit dir sprechen. Mr. Sagan, ich dachte, ich höre erst wieder nach der Expo von Ihnen. Ach so? Ja, war das nicht Teil unseres Plans? Ja, unser Plan. Wegen dieses Plans. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal ganz oben an. Ich glaube, das könnte sogar ein ganz guter Plan sein, wenn sie uns von ihrem Plan erzählt. In der Hoffnung, dass sie naiv genug ist, das zu tun. Ich bin mir über einige Details des Plans nicht so ganz im Klaren. Nicht im Klaren? Aber es ist ihr Plan. Ich meine, ich glaube, Sie sind sich nicht über alle Details im Klaren. Welche Details? Alles, was ich tun muss, ist, meinen Einfluss auf Detective Parker zu benutzen, um Emmets Demonstration abzublasen, während Sie Emmett ablenken. Sie lenken ihn ab, richtig? Oh ja, dieser junge Mann ist sehr leicht abzulenken. Das sag ich doch die ganze Zeit. Ah, die Pläne haben sich aber geändert. Es gab eine Planänderung. Was? Ja, ich habe meine Meinung geändert. Ich denke, wir sollten Emmett seine Erfindung vorstellen lassen. Aber Sie haben mir erzählt, es könnte gefährlich werden. Und dass Jakob Smirnoff ein fremder Aufrührer ist. Und dass ich Emmett nur zurückbekomme, wenn ich ihn aufbaue, nachdem seine Träume zerstört wurden. Und ich habe viele Dinge gesagt, aber zu der Zeit war ich etwas verrückt. Das Wichtige ist, dass ich jetzt glaube, Sie sollten Emmett seine Erfindung vorstellen lassen. Oh, ich verstehe. Was? Es ist Genosse Smirnoff, nicht wahr? Wie hat sie überredet? Nein, ich möchte wirklich, dass Emmett seine Erfindung vorstellt. Keine Sorge, Carl, Sie können auf mich zählen.